läuft. Hallo. Für die, die das nicht wissen, ich habe den besten Job auf der Welt, weil ich darf mich jeden Tag mit tollen Menschen umgeben. Die sind deswegen toll, weil sie sehr offen sind in ihrer Geisteshaltung und außerdem sind sie selbstständig und von daher auch immer interessiert an neuen Dingen und Kooperationen. Und das ist das Wesen von einem Coworking Space, in dem wir uns hier befinden. Nämlich, dass man über kurze Wege sich einander kennenlernt, Vertrauen aufbaut und dann im Bedarfsfall auch miteinander Projekte und Geschäfte macht. Was ist ein Coworking Space? Jeder Tisch ist eine Firma, jeder Raum ist eine Firma. Die Branchen sind hauptsächlich IT-Wirtschaft und Kreativwirtschaft. Auch die Jobvermittlungsbranche ist ganz groß bei uns. Ein Coworking Space ist immer ein Ort, der genau sowas zulässt, der von seiner Architektur schon recht offen ist, der gemütlicher ist als das eigene Zuhause, damit die Selbstständigen und ja, digitalen Nomaden, wie auch viele bei uns sind, auch einen Anlass haben, hier herzukommen und nicht zu Hause zu bleiben oder im Hotelzimmer. Also für mich ist das halt viel mehr als nur ein Raum mit WLAN und Tischen drinnen, weil das ist sehr einfach kopierbar und es gibt jetzt auch diese Zeiterscheinung, dass das über jedes leerstehende Office dann geschrieben wird. Aber nach meiner Auffassung ist Coworking auch das Bereitstellen von Netzwerk, Potenzialentfaltung, Veranstaltungen und eben das Beste aus den Ressourcen, die jeder, der hier reinkommt, mitbringt, das meiste daraus zu machen. Man kann es fast als einen kleinen Inkubator bezeichnen. In welchen Bereichen sind die Leute, die sich hier eingemietet haben, tätig? Das sind die zwei Bereiche IT, also alles, was mit Programmieren, mit Hardware, Software zusammenhängt. Und der zweite große Bereich ist Kreativwirtschaft. Das sind Texter, Buchautoren, Architekten, Designer, Designthinker, aber auch ja, jemand, der im Storytelling-Bereich unterwegs ist, auch Sozialvereine wie Fair Matching, die sich hier gegründet haben, auch eine Firma wie Brockhaus, die eben die Kombination aus beidem ist, Kreativ-Content bzw. Wissens-Content und IT. Ja, es ist ein ganzer bunter Blumenstrauß aus diesen beiden Bereichen. Also die Vogelhütte ist ein kleiner Biobetrieb im Salzburger Flachgau. Wir haben 2015 haben wir den Hof übernommen, sind da zu viert eingezogen, also ich und drei Freunde von mir. Da haben uns überlegt, was wir da machen können, landwirtschaftlich. Und grundlegend war eigentlich die Frage, wie kann man die Ressourcen nutzen, die da sind. Es war ein stillgelegter Hof mit einer alten Rinderaufstallung, der jetzt eigentlich nicht mehr zeitgemäß war, dass man gesagt hat, man macht das quasi in dem Stile weiter. Es gehört nur zur Ausstattung eben Grünlandflächen, Obstgarten. Ja, und deshalb haben wir uns dann eben für die Schafe entschieden, weil sie auch einfach von den Stallanforderungen her und von der Genügsamkeit einfach vom Handling her den einfach leichter zu handhaben sind als Rinder und für uns eigentlich die besseren Kühe sind, sagen wir so. Also wir haben uns dann auch nach verschiedenen Schafrassen umgeschaut und sind dann auf die Greiner Steinschafe gekommen. Das ist eben eine alte Nutztierrasse, die eigentlich so aus dem Kärntner, slowenischen, italienischen Raum kommt und ursprünglich als Milchschaf genutzt war. Das aber ein bisschen vernachlässigt worden ist eigentlich in der Zucht und sie sind eigentlich sehr gute Allrounder, sagen wir so. Also sehr genügsame Schafe, die man einfach mit dem, was wir da am Hof haben, gut ernähren kann. Das heißt, wir müssen nichts von außen hereinbringen, wir brauchen kein Getreide zur Mast, um schöne schlachtfähige Lämmer zu produzieren, sondern wir können einfach mit dem arbeiten, was da ist. Nebenbei haben wir eine kleine Bio-Imkerei und einen Gemüsebau und seit heuer geht man eben auch Kurse für Selbstversorgung und verschiedenste landwirtschaftliche Themen, so im kleinen Bereich eigentlich. Also ich bin in der Umwelt- und Betriebsberatung, also Umwelt- und Qualitätsmanagement tätig und die Heidi, meine Freundin, die ist in der Erwachsenenbildung tätig und macht eben auch die Kurse da am Hof. Das nennt sich Selbstversorgungspädagogik, also es geht eigentlich darum, um die Wissensvermittlung von Selbstversorgungspraktiken, also im landwirtschaftlichen Bereich, also
von Kräuter über Tierhaltung, Bienenhaltung, also als quasi wird da angeschnitten. Als wir nach Salzburg gekommen und wir haben schon hier 5 Jahre gewohnt, das haben wir gemerkt, dass gibt es keine frische Falafel in Salzburg. Und auch ich mit Nabil haben wir getroffen, dass müssen wir etwas von unserer Kultur hier machen. Und ja, so was können wir machen? Wir können machen die orientalische und auch Fast Food und die amerikanische von Lateinamerika oder von die amerikanischen Speisen. So, unser Projekt ist Restaurant bietet gesund und frische Essen, die gibt es hier in Salzburg überhaupt nicht. Unser Ziel war für alle Leute, so nicht für syrische Leute oder für österreichische Leute. Unsere Speisen bietet für alle. Die alle Leute, die wollen auf dem Essen genießen. Und was haben wir gemerkt, dass viele Leute jetzt in Österreich oder in der Welt sind schon jetzt vegetarisch oder vegan. So, wir können sagen jetzt, die halbe von unserer Gäste oder mehr als die halbe sind schon vegetarisch. Und das, ich finde, unser Lokal ist, ich kann nicht sagen am besten, aber von den besten Lokalen hier in Salzburg, sie bieten Essen für die vegetarisch oder für vegan Leute. Das ist jetzt? Das ist die Masateller. Das kommt mit gemischtem Salat und 4 verschiedenen Soßen. Das kommt Muhammad, das ist die Rote. Das kommt mit Walnüsse und getrockneten Tomaten und Paprika. So ist ein bisschen scharf. Auch meine Schwester, Laura. Hallo. Na, ich habe gehört, du hast das heute eine Kombination als Selbstständige. Kannst du mir erzählen, was du magst? Was das ja, ist? Bei mir ist es eine ganz witzige Geschichte, weil ich zwar komplett verschiedene Sachen mache, die aber eigentlich viel miteinander zum Tun haben. Von der Gesetzmäßigkeit, und zwar bin ich einerseits Musiker, andererseits Bildhauer. Seit 91 bin ich da heroben und tue halt immer wieder mal, wenn ich Aufträge habe, meine Arbeiten da gestalten. Es ist irgendwie eine ganz gute Sache, wenn man direkt an dort, wo der Stein gewonnen wird, auch arbeitet. Es hat auch einen ganz anderen, man kriegt einen ganz anderen Bezug zu dem Ganzen. Und also bei mir ist es natürlich schon so, dass ich versuchen möchte, dass ich den Gedanken, den ich in beiden Kunstrichtungen habe, dass ich den so weit es geht etabliere. Es ist immer wieder so, bei in der Bildhauerei kommen Leute zu mir her und stellen sich irgendwas vor. Sei es jetzt, wir reden jetzt, weil wir vom Gebrauchsgegenstand geredet haben, einen Brunnen im Garten oder so. Kombiniert natürlich, also die würden nicht zu mir kommen, wenn es nicht eine Figur oder irgendwas in dieser Richtung oder eine Figurale oder was Besonderes sein sollte. Und dann, das heißt, du magst nicht alles, was da was gewünscht wird. Nein, also und darum muss auch immer wieder die Leute erklären, was der Unterschied zwischen einem Stammitz und einem Bildhauer ist. Bei mir funktioniert das dann meistens so, dass ich schon mit den Leuten rede, was sie machen möchten. Und ich mache ihnen dann Vorschläge. Also wir arbeiten das schon ein bisschen gemeinsam, also unter Anführungszeichen, aber ich mache ihnen dann Vorschläge und dann schauen wir, dass wir da Annäherung finden. Und so wird das dann ausschauen. Also. Also ich bin Gitarrist und ich habe eben ein wunderbares Trio mit 2 anderen Gitarristen und wir sind 2 deutsche Musiker und wir sind einiges in ganz deutschsprachigen Europa unterwegs und machen dort unsere Konzerte. Also wir haben glücklicherweise aus Bad Hindelang eine Firma, die uns ein bisschen hilft, also eigentlich eine Promotion oder eine Agentur, die uns hilft, ein bisschen zu Aufträge kommen oder Auftritte kommen. Ich meine, die ganzen Konzerte, Konservenmusik, die jetzt uns zu tun ist, das ist eine andere Szenerie.
Aber da muss man halt so in Cycling-Delse suchen. Und das haben wir ganz gut heraus mittlerweile. Wir probieren immer neue Sachen aus. Es kommen natürlich immer wieder Konzerte, wo das sehr gut funktioniert hat. Die wiederholt man wieder mal nach 2 Jahren oder so oder mit einem neuen Programm. Das heißt, ihr habt sich auf euer Stammpublikum oder nicht sehr arbeitet. Genau, aber wobei das ständig arbeitet man daran, dass das mehr wird. Also ja. Wir versuchen so viel wie es geht, Konzerte zu machen und dadurch natürlich einen Bekanntheitsgrad zu erreichen, weil die ganzen Sachen wie Plattenfirmen oder sonst irgendwas, das funktioniert heutzutage alles nicht mehr. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert, das ist ein 10-semestriges Studium, sehr naturwissenschaftlich basiert, sehr viel Chemie, Biochemie, Lebensmittelchemie. In Wien kann man das studieren. Ich habe es allerdings studiert zu einer Zeit, wo das noch ein Studium irregulare war. Also ich gehöre zu den ersten Absolventinnen in Österreich Ernährungswissenschaft. Wir waren sozusagen die Pionierinnen und ja, inzwischen gibt es ein reguläres Studium. Aber es ist sehr chemiebasierend, also man lernt sehr viel über Lebensmittelanalytik und damals war die Chemie für mich trocken und die chemischen Übungen waren eigentlich eher lästig und jetzt merke ich, ja, es ist halt eine gute Grundlage, um das Ganze zu verstehen und so eine chemische Grundlage ist jetzt für solche Versuche wahrscheinlich sehr hilfreich. Mhm. Meine allerliebste Beschäftigung ist ja zu experimentieren mit den Pflanzenwirkstoffen. Und da mache ich eben verschiedene Auszüge und schaue, wie kriegt man zum Beispiel die Farben heraus und wie sind sie beständig. Ich muss ja die Pflanzenwirkstoffe lösen, damit sie bioverfügbar werden, damit sie für den Körper verfügbar werden. Also hauptsächlich mache ich Experimente mit pflanzlichen Lebensmitteln und ich schreibe Texte. Und die anderen Tätigkeiten neben den Texten in dem Bereich? Ist, Seminare halten und Lehrgänge halten, ja. Also, also immer dieses Zusammentreffen mit Seminargruppen, das ist ganz wichtig, weil ich da ja auch sehr viel erfahre davon, was die Leute interessiert, was sie gerne wissen möchten, was sie selber ausprobiert haben. Ich denke, wenn man in die Geschichte zurückschaut und viele Rezepturen anschaut und dann auch die Hausmittel weltweit, international anschaut, und da gewisse rote Fäden entdeckt, dann ist das ja eine sehr gute Evidenz. Wenn etwas über Jahrhunderte verwendet wurde und auch international verwendet wird, was gibt es für bessere Evidenz, dass das wirkt? Also wenn so viele Menschen involviert sind und überzeugt sind, dass es wirkt. Ja. Das ist das besonders Spannende, wenn man sich das anschaut, wie zum Beispiel die Pechsalbe oder ein bestimmter Tee oder der Fichtenwipfelsaft als Hustensaft, wie der in vielen Ländern der Erde verwendet wird oder von verwandten Bäumen und wie er zubereitet wird und man findet eben da so einen roten Faden. Ich war circa so 26 Jahre alt, finde mich mit einem Hochbaudiplom in der Tasche und mit einem Studium zu Design- und Produktmanagement in einer sehr renommierten österreichischen Firma wieder, finde mich dort mit einem All-In-Vertrag wieder und bitte jetzt kommt's, wenn ich mir im Nachhinein den Stundenlohn ausrechne, habe ich vielfach weniger verdient als die dort arbeitende Putzfrau. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum macht so jemand, der so gebildet ist, dann so etwas? Und ich denke mal, das liegt an unserem System und an dieser Karotte, die einem dann immer vorgehängt wird, beziehungsweise wenn du dich nur mehr anstrengst, dann wird es sicher klappen und du wirst aufsteigen und du wirst in diesem Unternehmen, in dem so viele arbeiten wollen, weil es eben wirklich ein sehr renommiertes Unternehmen war, sicher glücklich werden. Und von meiner Persönlichkeit bin ich halt jemand, der sich die Dinge immer sehr lang anschaut. Also ich bin sehr geduldig und denke mir immer, ja, es wird sicher werden, es wird sicher alles gut. Nur wenn es mir dann einmal halt reicht, dann reicht es mir so richtig. Und ich habe es zum Glück geschafft, diese Energie, die da eigentlich sehr negativ dann
in mir war, in etwas sehr Positives umzuwandeln. Und ich glaube, sonst wäre es ja nicht möglich, dass man als einzelner Mensch einen Coworking Space 10 Jahre betreibt. Also von der Ausbildung her, wir haben auf der BOKU studiert, eben Agrarwissenschaften. Das war irgendwie so, auch mit der Motivation, eben später mal Landwirtschaft zu betreiben. Ich habe eigentlich vorher ganz normal Matura gemacht und mich immer für Naturwissenschaften und so eigentlich interessiert. Und ja, dann einmal angefangen zum Geografie studieren damals und hat mich eh sehr interessiert, aber es hat mir einfach irgendwie so das Handwerkliche, irgendwie das Konkrete ein bisschen gefällt. Und ja, bin dann eigentlich schnell mal auf die BOKU gestoßen und dort habe ich eben gesehen, dass man da Landwirtschaft studieren kann, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja. Und da bin ich dann irgendwie so hineingewachsen, irgendwie in die verschiedenen Themen, und hat sich eh bald einmal rauskristallisiert, was mich halt interessiert. Genau. Und ja, dann nach dem Studium oder während dem Studium hat sich eigentlich schon irgendwie die Frage gestellt, gut, wie kann man das eigentlich betreiben, wie kann man da einsteigen, wenn man jetzt nicht quasi einen Hof erbt oder sowas. Und sind dann lange auf Hofsuche gewesen und haben uns halt umgeschaut in ja, eigentlich Ostösterreich, eher halt so rund um Wien damals, weil wir halt noch studiert haben. Und ja, es ist, haben wir festgestellt, relativ schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen, weil es ja erstens einmal von der Investition, also einen Bahnhof zu kaufen oder sowas, ist sowieso ja, relativ unrealistisch. Und ja, es hat sich dann eigentlich durch einen totalen Zufall ergeben, dass ein entfernter Verwandter von mir eben diesen Hof gehabt hat, der eben leer gestanden ist damals und also nicht landwirtschaftlich genutzt wurde. Genau, und so ist es irgendwie über einen Zufall zustande gekommen, dass wir eben da gelandet sind und ja, da jetzt werken können. Zumindest auf, ja, auf begrenzte Zeit, aber ja. Ich war in Salzburg seit 6 Jahren und habe in meinem Land gelernt. Habe ich Diplom Hospitality Management gemacht. Wo war das? Hotelmanagement in Damaskus. In Damaskus. Ja, und dann in Österreich habe ich zuerst die erste Monate in Salzburg habe ich gearbeitet, habe ich einen Job gefunden im Hotel, 4 Sterne plus. Und dann habe ich gemerkt, die österreichischen Leute hier in Österreich, wie mögen die Essen? Sie mögen die scharf, sie mögen nicht, sie mögen viele Gewürze, sie mögen nicht, habe ich gemerkt. Und wenn sie fragen mich, von woher kommst du, dann, wenn ich sage, Syrien, aus Syrien, sie sagen, oh, Falafel, Hummus, Tabula, sie wissen schon unsere Essen, unsere Speisen, aber leider gibt es keine Restaurant, wir machen das frisch. Wir haben von den Hausbesitzer große Hilfe bekommen. Er hat uns viele Hilfe gegeben wegen der Genehmigung, wegen Maschinen, Geräte. Ja. 2015 bin ich nach Salzburg gekommen. Ich habe in Syrien Wirtschaft studiert. Ja, geflüchtet. Ich habe in Syrien Wirtschaft studiert mit Master. Und als ich nach Salzburg gekommen, ich habe 2 Jahre gewartet, auf meinen Bescheid zu bekommen. Aber in diesen 2 Jahren habe ich Deutsch gelernt und auch habe ich verschiedene freiwillig gearbeitet. Und danach habe ich so die letzte 3 Jahre habe ich verschiedene Arbeit gearbeitet, aber einmal habe ich mit Nabil getroffen und... Ihr habt euch hier kennengelernt? Ja, ich habe hier kennengelernt. So, wir haben mit einem Freund immer getroffen und er hat die Idee und wir haben darüber geredet, ja, was können wir machen hier in Salzburg, und am Ende wir haben getroffen, auf ein Restaurant zu aufmachen, aber mit einem neuen, modernen, von unserer Kultur für alle Leute. So, unser Restaurant ist nicht für Orientalische oder für Asiaten, ist für alle. Also ursprünglich war das so,
Ich wollte eigentlich immer Musiker werden. Das war für mich also eine ganz klare Sache. Von vornherein, ja, genau. Und ich habe dann irrsinnigen guten Lehrer gehabt in München. Bis zu meinem 22. Lebensjahr bin ich da immer wieder rausgefahren und habe dort Unterricht gehabt. Und habe eigentlich geplant gehabt, dass ich so mit 19 die Aufnahmeprüfung nach Amerika in das Berklee Music Institute mache. Und das habe ich auch gemacht damals. Und sie haben mich natürlich auch aufgenommen, sie hätten mir einiges an Schulgütern gezahlt. Aber das Problem war leider Gottes das, dass es finanziell einfach für uns also oder für meine Eltern nicht zum Unterstemmen war. Naja, und dann hat sich das wirklich dann bei mir so ergeben, durch das, dass das in Amerika nicht funktioniert hat, dass ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe in der Kunsthochschule in Linz. Und da ja, bin ich auch genommen worden. Ich habe dann mein Studium dort gemacht und bin also Bildhauerei, genau. Und 96 habe ich dann mein Diplom gemacht und 98 habe ich mich dann als freischaffender Bildhauer selbstständig gemacht. Ja. So hat sich das dann ergeben, ja. Ich habe aber in der ganzen Zeit, wo ich in Linz war, immer weiterhin Musik gemacht. Ich habe mehr als 10 Jahre in einer Reha-Klinik in Bayern gearbeitet, habe die Diät- und Lehrküche geleitet. Und da ist es schwerpunktmäßig um Allergien und Unverträglichkeiten gegangen. Und da hatte ich mit vielen Patienten zu tun, die ein Lebensmittel aus irgendeinem Grund nicht vertragen haben. Und das hat mir sehr geholfen, um die Physiologie zu verstehen, warum, was, wie funktioniert oder nicht funktioniert. Das war auch so der Einstieg in dieses Thema pflanzliche Lebensmittel. Und ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und gleichzeitig auch eine Doktorarbeit begonnen über biogene Arzneimittel im Pinzgau. Also ich wollte noch einmal mich intensiver damit befassen, was das aus dem Erfahrungswissen heraus bekannt ist, was wie wirkt an Pflanzenwirkstoffen. Und dann natürlich auch der Abgleich mit der Wissenschaft, der mir immer besonders wichtig ist. Also immer zu schauen, was ist von diesem Erfahrungswissen auch schon wissenschaftlich nachgewiesen. Und ja, in dieser Doktorarbeit habe ich das Heilwissen der Pinzgauerinnen erhoben und verglichen mit den positiven Arzneimittelmonographien. Also ich habe geschaut, ob die Aussagen der alten Leute, inwieweit die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, weil man muss sich vorstellen, der alte Eckerbauer hat erzählt, wenn man einen Holunderbeerensaft im November trinkt, dann wird man den ganzen Winter nicht krank. Da steckt sehr viel drin. Und er hat gesagt, den Holunderbeerensaft muss man lang kochen, da muss man Rum dazugeben und dann muss man ihn so und so anwenden. Da steckt viel drinnen. Also wahrscheinlich habe ich nicht alles erfasst, aber ich habe erfasst, man muss aus den Holunderbeeren die Farbstoffe herauskochen. Dazu braucht es viel Hitze und eine längere Kochzeit und ein bisschen Rum dazu, ja, das macht das Ganze haltbarer, schmackhafter, aber auch bioverfügbarer. Der Alkohol sorgt dafür, dass die Schleimhäute durchlässiger werden, in dem Fall die lilanen Farbstoffe sogar besser aufgenommen werden. Ob man das jetzt studiert hat oder nicht, es ist relativ wurscht, ja, sage ich mal so, weil in der Praxis schauen sehr viele Sachen dann anders aus und ja, es sind einfach sehr viele Anforderungen, die an einem gestellt sind. Also als Landwirt jetzt irgendwie, also von der Futterbereitung, Tierhaltung, der Verkauf, ja, es sind einfach sehr viele Sachen, die man einfach irgendwie auschecken muss und ja. Schwierigkeiten im Speziellen, ja, man wird einfach relativ frustrationstolerant, sage ich mal, weil es einfach, ja, immer überall feigeln kann und das auch tut und meistens dann, wenn man es eigentlich überhaupt nicht erwartet oder braucht, ja, und wenn man mit Tieren und der Natur arbeitet, kann man das einfach auch alles nicht so kalkulieren, ja. Das ist einfach, ja, da wird halt einmal ein Viech krank oder es gibt das Wetter spielt nicht mit beim Heigen und es schifft einem ein, sag ich jetzt, oder ja, kann einfach immer was sein. Ja. Die
negativen Seiten sind, dass man manchmal halt von der Hacken in die Hacken kommt, weil ja, vom Büro heim am Hof und da geht es gleich weiter eigentlich. Aber ja, es ist auch beides eigentlich irgendwie auch ausgleichend, kann man sagen. Also ist nicht immer so. Also es gibt natürlich auch da am Hof Arbeitsspitzen im Sommer mit der Heu, mit dem Heumachen und mit der Ablammzeit im Frühling zum Beispiel. Das sind halt so unsere Arbeitsspitzen. Und das Tolle ist aber mit der selbstständigen Erwerbsarbeit nebenbei, die kann ich mir Gott sei Dank so timen, dass ich es dorthin lege, wo ich jetzt am Hof wenig zum Tun habe oder weniger. Genau, das lässt sich eigentlich daher ganz gut vereinbaren. Das heißt, du kannst das einteilen. Genau, genau. Also größtenteils. Ja. Größtenteils ja. Und herum sind einfach alles, richtige Dynastien von Erbhöfen und ja, sehr familienlastige Landwirtschaften einfach. Und ja, es war Neugier, gepaart mit Skepsis am Anfang, das ist schon sehr wohlwollend, aber einfach neugierig, was da jetzt passiert. Und ja, mittlerweile sind wir sehr, sehr nett eingebunden da mit den Nachbarn, also die ja total hilfreich waren am Anfang und nach wie vor sind eigentlich und das auch unterstützen und auch gerade die junge Generation, glaube ich, die das einfach auch ermutigend findet, wenn da wer so quer einsteigt, das ist quasi nicht diese Erblast haben oder ja. Hier machen wir die Falafel vorbereitet. Wir machen die. Das Rezept kommt vom Opa. Genau. Am ersten Tag, wir haben geöffnet. Die Leute oder unsere Freunde, sie haben auf dem Tour uns gewartet. Und das war für uns, das war ganz positiv für uns. Freunde, sie haben uns unterstützt und auch unsere Nachbarn, sie haben auch unterstützt. Sie waren draußen gewartet auf unser Restaurant zu öffnen und auf unser Essen auch zu probieren. Die ersten zwei, drei Tage, ich war ganz glücklich, als wir die Miete gesammelt von unserem Umsatz. Und das war, wow, jetzt habe ich die Miete, könnte ich die Miete bezahlen, das war gut. Jetzt machen wir das weiter und weiter. Und nach drei oder vier Monaten, wir haben einen guten Namen. Die Leute kommen von Dorf nach Salzburg, sie wollen die Enkel-Falafel oder unsere Falafel probieren. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe von einem Freund gehört, dass sie machen eine gute Falafel, das, für uns, das macht für uns glücklich, weil die Leute sind zufrieden mit unseren Produkten. Also die Stammbetreuerei und oder auch die Gierserei, das hat einen Anspruch von einer gewissen Ewigkeit und es braucht irrsinnig lang, bis man zu einem Ergebnis kommt. Und in der Musik ist das einfach ganz anders. In der Musik hast du irrsinnige Spontanität. Es passiert alles während in der Sekunde, wo du auf der Bühne stehst. Und du kannst natürlich auch die Menschen, die du erreichen willst, genau so treffen. Wenn du gut drauf bist, hast du da sofort einen Kontakt zu dir. Es war dann so, dass ich natürlich am Anfang, also gerade in der Steinbildhauerei, schon oft einmal auf jegliche Art von Auftrag angenommen habe. Das heißt, also, wenn wer ein Steinbankerl braucht hat mit besonderen Verzierungen oder sonst irgendwas, geht sehr in die Gebrauchsrichtung oder in die Steinmetzrichtung unter Anführungszeichen. Aber natürlich habe ich mich so am Anfang einmal in das Leben da reingehandelt. Und also ich brauche keinen Gewerbeschein dafür, weil ich freischaffende Bildhauer bin. Und in der Musik ist es genau gleich. Das sind getrocknete Kräuter, das sind Ringelblumen. Also die Kräuter verwende ich frisch oder getrocknet hauptsächlich und dann halt in ganz vielen Auszügen.
auch fermentiert, also deswegen stehen da auch Essige herum, also Essig ist eines meiner Lieblingsthemen, aber auch generell die Fermentation, also das Arbeiten mit den Mikroorganismen ist ein spannendes Thema, vor allem im Hinblick auf Darmgesundheit, auch sehr im Trend, also das Schlagwort Mikrobiom erscheint ja inzwischen überall und ja, mit einer guten Bakterien- und Pilzflora zusammenzuarbeiten, das macht viel Sinn. Das, was ich mit Begeisterung mache, das, da hat immer auch das Finanzielle gestimmt, das muss ich ehrlich sagen. Also es war nie ein Problem, es war eher so, wenn ich an irgendeinem Zweig dann nicht mehr so viel Interesse gehabt habe und wenn es dann wirklich ums Geld gegangen ist, dann ist es irgendwie anstrengend geworden. Also das, was ich mit Begeisterung gemacht habe, da hat für mich der finanzielle Faktor dann irgendwie mehr oder weniger automatisch immer auch hingehauen. Am Anfang ist Do What You Love sicher kein Zuckerschlecken. Und es ist so wie auf unserem Sujet von diesem Seminar, da ist drauf ein frisch gestochenes Tattoo. Vielleicht kann man das mal kurz in die Kamera halten. Und das ist deswegen gewählt, weil hier ist der Schmerz von dem Tätowieren noch sichtbar. Und beim Do What You Love ist es genauso. Also man braucht ein bisschen Mut und es tut am Anfang ein bisschen weh. Aber ich beute mich doch lieber selber aus, als dass ich mich von jemandem ausbeuten lasse. Und am Anfang ist es schwer. Was ist am Anfang schwer? Die Selbstständigkeit. Dass man unter Stundenlöhne, kommt, dass man am Markt kommt. Und dass du am Markt taugliche Stundenlöhne hast, von denen du auch leben kannst. Dass diese Spirale nicht nach unten geht und wir uns gegenseitig die Preise dumpen, sondern dass du einfach so einen Nutzen, einen Wert am Markt anbietest, der auch bezahlt wird. Das ist am Anfang sehr schwer. Und es ist teilweise auch so, dass wenn bei uns die Putzfrau auf Urlaub ist, dann putze ich hier selber. Und das ist trotzdem noch Do What You Love. Ich habe damit kein Problem. Weil ich weiß, dass es auch wieder andere Zeiten gibt. Und weil ich weiß, dass ich auf dieses größere Ganze einzahle. Mit dieser kurzen Wochenend-Scheißarbeit. Aber wenn 90% der anderen Zeit für mich passen, oder natürlich hasst wahrscheinlich auch jeder Buchhaltung, der selbstständig ist. Und dann zu behaupten, ja, das ist ja nicht Do What You Love. Ja, natürlich nicht. Aber solange die Mehrheit der Zeit immer noch so ist, dass ich mir denke, wie geil. Solange kann ich mit erhobenem Haupt sagen, Do What You Love funktioniert. Grundbedingung ist, glaube ich, dass es einem Spaß macht, weil sonst haut man beide mal einen Hut drauf eigentlich. Also rein, ja, aus Spaß an der Freude macht man es auch nicht, aber es gehört einfach dazu, weil es das, die Eigenheit von der Landwirtschaft ist einfach, dass einfach sein Leben relativ ausfüllt. Also nicht nur, dass es einfach ständig Arbeit ist, sondern einfach, dass ja, dass es einfach eine Lebenseinstellung ist irgendwo. Also das muss man sich schon bewusst sein, einfach, dass das einfach eine Aufgabe ist. Ja. Die Leute wollen etwas mit Liebe essen. Die wichtig, wenn die Koch oder als Kellner oder als was machen, macht das mit Liebe und immer smile und immer positiv bleiben, weil das auch kommt vor die Gäste, wenn wir sind immer positiv, immer ja, lachen und die Gäste gefühlen. Sie haben das Gefühl, wenn das Restaurant oder wenn das Service ist von Herd oder von nur einfach bieten. Und ich finde auch die Qualität vor das Essen. So, die Service ist ganz wichtig und die Qualität. Wenn beide treffen zusammen, wird das Restaurant sicher. Hat das Restaurant sicher die erfolgreich können. Also bei mir ist es so, dass mich sehr viele Sachen interessieren und diese Offenheit hat mir sehr viel gebracht bis jetzt. Also in der Musik geht es natürlich um Kommunikation und über das, wie man die Leute also erreicht. Der zweite Punkt ist vielleicht auch konsequent sein, weil ich bin dann natürlich mein eigener Chef, kein Mensch, also, schafft mir an, wann ich was zum Tun habe. Und was heißt konsequent sein? Konsequent in dem, dass man das verfolgt, was man oder das auch macht, was man tut. Es ist ja zum Teil auch sehr mühsam. Also ich habe viele Studienkollegen gehabt, die einfach dieses selbstständige Leben einfach nicht ausgehalten haben, weil sie
die sind jetzt Restaurator oder haben eigentlich ganz was anderes gemacht, weil sie eben, weil ja kein, du musst, wenn du einen Auftrag hast, musst du den sauber bearbeiten und das auch durchziehen und du bist der eigene Chef. Also Arbeiten, die ich nicht gern mache, die habe ich früher vor mich hergeschoben, das mache ich nicht mehr. Also ich schaue, dass ich sie auslagern kann. Das Beste ist, wenn ich die delegieren kann, weil sonst raubt mir das viel zu viel Energie. Also ich überlege kurz, ob ich es in relativ kurzer Zeit selber erledigen kann und sonst lagere ich es aus. Das hat sich total bewährt. Ja. Welche Bereiche sind das dann? Hauptsächlich sind es Buchhaltung, Online-Marketing. Also diese für mich trockenen Dinge, wo es also nicht um die Pflanzenwirkstoffe geht. Als ich vor 10 Jahren mit dieser Idee nach Wien gegangen bin und mir dort Beispiele angeschaut habe, wie Coworking Spaces funktionieren, da haben mir die Betreiber dort abgeraten, weil es ist dort schon schwierig. Und wie soll das in Salzburg funktionieren? Und wie soll das funktionieren, wenn du alleine bist? Weil ich hatte keinen Partner, keinen Co-Founder. Und hätte ich immer auf alles gehört, was man mir gesagt hätte, dann hätte ich es sowieso gleich lassen. Also ich glaube, einen gewissen Eigensinn oder Eigenwilligkeit, dass man eine Sache wirklich will, muss man mitbringen oder habe ich mitgebracht in meinem Fall für meinen Charakter. Und dann auch die Beständigkeit, das über Durststrecken auch durchzuziehen. Wir haben da ein relativ krisensicheres Geschäft eigentlich gehabt, weil ja, es war glücklicherweise auch nicht die Zeit, wo wir jetzt unsere Hauptverkaufszeit gehabt haben. Und ja, so am Wohnort sowieso relativ wenig, weil wir da einfach ja, recht autark sind und irgendwie ja, jetzt kein Vergleich zu einem Leben in der Stadt einfach. Also das war sehr angenehm auch, diese Lockdown-Zeit da, dass wir irgendwie da in einer Gemeinschaft waren. Also und ja, die Arbeit ist uns auch nicht ausgegangen. Im Gegenteil haben wir dann halt Projekte angestartet, die wir eh schon lange machen wollten. Und, ja. Ja, mit der Corona-Zeit war für uns eine Katastrophe-Zeit, weil wir waren jung, nach 6 Monaten plötzlich haben wir eine Katastrophensituation und wir wissen nicht, wie läuft die Lokal, wie können wir leben, weil müssen wir die Miete bezahlen, müssen unser Gehalt auch, müssen wir unsere Miete für die Wohnung auch bezahlen und das war Katastrophe. Weil wir haben keine Unterstützung, als wir selbstständig von Wirtschaft oder von der AMS. Und was können wir machen? Wir wissen noch nicht. In diesen 2 Monaten, wir konnten nicht einfach zumachen. Wir haben gearbeitet nur mit dem Lieferservice, das war nicht genug. Aber trotzdem, wir wollen nicht ganz zumachen. Wir wollen auf dem Kopf vor die Leute bleiben. Mindestens die Leute wissen, dass der Onkel Falafel ist schon da. Der Onkel Falafel in jeder Zeit, sie können zum hier kommen und bestellen oder auf dem Lieferservice bestellen auch. Mindestens, wir wollen das in den Kopf bleiben. Ja, also in der Musik habe ich gemerkt, kompletter Stillstand. Wir haben heuer alle unsere Konzerte absagen müssen. Das ist natürlich finanziell schon eine riesige Katastrophe, weil man ja natürlich schon damit gerechnet hat, wir hätten sehr schöne Konzerte spielen können. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass diese Problematik, also irgendwo, dass wer Geld für Kunst ausgibt, dass die natürlich nur schwieriger werden wird, glaube ich schon. Also das ist ein bisschen nur so eine kleine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn man flexibel ist, findet man immer einen Weg, wie man da durchkommt, aber ich wär das Zepter hochhalten. Also immer dieses Zusammentreffen mit Seminargruppen, das ist ganz wichtig, weil ich da ja auch sehr viel erfahre davon, was die Leute interessiert, was sie gerne wissen möchten, was sie selber ausprobiert haben. Und das habe ich auch zu Corona-Zeiten bemerkt. Also das fehlt mir dann schon, wenn ich wochenlang keinen Kontakt zu Seminargruppen habe, dann erfahre ich nicht, was gerade
brennend spannend ist für die Leute und ich erfahre ihre Erkenntnisse nicht. Das ist dann, wenn das längere Zeit andauert, dann fehlt mir das. Ich bin, um ehrlich zu sein, Krisengewinner. Es haben größere Firmen beschlossen, das eigene Büro aufzugeben und lieber in einen Coworking Space zu gehen als Zusatzoption zum Homeoffice. Die haben gemerkt, das Homeoffice funktioniert wunderbar. Man weiß auch nicht, ob Corona jetzt dann im Herbst wieder zurückkommt oder nicht. Und von daher schon einmal die Kosten gesenkt, ein eigenes Büro aufgegeben und bei uns eingezogen. Und ich merke auch, dass ich jetzt mehr Anfragen habe, eigentlich täglich, als früher. Ja, im Grunde wollen wir einfach weitermachen, weiter experimentieren und ja, es ist auch nicht so konkret definiert, wo die Reise hingeht. Also es, wie gesagt, es ist eigentlich im Entstehen einfach und wir sind da auch nicht fest betoniert. Also wir sagen, wenn sich was auftut, ein anderer Ort, ein anderer Hof, in einer anderen Gegend, mit einer anderen Betriebswirtschaft, ist das auch okay. Ja. Also sind wir offen eigentlich. Ja. Könnte auch sein, dass wir es einfach genauso weitermachen, bis wir steinalt sind. Und wer weiß, ja. Werden wir sehen. Ja. Wir hoffen, unser Logo Ankel Pavel im ganzen Europa. Zuerst in Österreich, ja, in Salzburg, dann Österreich und dann in Europa. Ja. Weil wir glauben, wir machen gute Qualität den Essen und wir wollen mehrere Geschäfte aufmachen. Wir sagen immer, die Ankel Falafel hat nicht nur er ist nicht alleine in die Familie, er hat auch andere Brüder. So, unser Ziel nicht nur die Ankel Falafel, kommt auch andere Bruder von die Ankel Falafel. Ich habe sehr viele Auftraggeber gehabt, die eigentlich so der Mittelstand war. Also sage ich jetzt mal, der Mittelstand, der jetzt aber immer mehr zweit, also die Schere zwischen Mann und Reich geht sehr weit auseinander. Das merkst du? Das merke ich richtig, ja. Und jetzt ist es natürlich so, es wird natürlich schon viel Geld für irgendwelche Gebrauchsgegenstände wie Auto, Computer oder sonst was ausgeben, aber für Kunst wird es immer schwieriger. Eine Geschichte, die mir die Freiheit lässt, das ist das, dass man sie versuchen muss, ein bisschen klein zu halten. Also dass diese Lebenskosten nicht viel zu hoch werden, weil man ja nie genau weiß, was kommt. So, die schönsten Rückmeldungen sind zum Beispiel, wenn die Heidi Leiner in Kärnten, die betreibt die Zachow-Alm, das sind tolle Kräuteralm, und die hat einen Lehrgang bei mir gemacht und dann hat sie gesagt am Ende, der Lehrgang hat mein Leben verändert. Das ist doch ein schöner Gedanke. Wenn so eine an sich schon erfolgreiche Dame ist, dann so, also so von der Grundlebenseinstellung halt auch. Das ist schon die schönste Rückmeldung. Das ist dann immer wieder viel zu bearbeiten, das ist glaube ich immer. Ich darf jetzt nochmal nachfragen, das mit dem passiven Einkommen, das sind die Mieteinnahmen. Gleichzeitig tust du was dafür. Also so passiv ist das ja nicht. Ja, aber ich tue jetzt nicht mehr so viel dafür. Du hast nicht mehr so viel. Ich bringe heute die Blumen vorbei, schaue, ob die Putzfrau da war, sage zu den Leuten, hallo, wie geht's? Riecht bei irgendjemandem Drucker ein, wenn er nicht funktioniert, aber das empfinde ich jetzt nicht als Arbeit. Dafür hast du jetzt Zeit für aktive Sachen. Für eigene Projekte. Das ist nämlich das Wunderbare. Ich habe jetzt wieder Zeit, ein Buch zu schreiben, Do-What-You-Love-Seminare zu entwickeln, ein neues Startup zu gründen. Und wie geil ist dieses Leben? Ich habe fast ein bedingungsloses Grundeinkommen. Natürlich ist es also an kleine Bedingungen geknüpft, dass ich mich hier um alles kümmere, dass ich quasi rund um die Uhr am Telefon erreichbar bin, wenn was ist. Aber das nehme ich dafür gerne in Kauf.